Im brandenburgischen Oranienburg ist der Sperrkreis für die geplante Entschärfung von zwei Kriegsblindgängern gesichert. Kurz vor 11 Uhr am Donnerstag hatten alle der rund 9.500 Anwohner ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. In dem Sperrkreis von 1.000 Metern um ein Gewerbegrundstück unweit des Bahnhofs befinden sich den Angaben zufolge ein Krankenhaus, ein Seniorenheim sowie mehrere Kitas, Schulen und ein Hort. Wir haben hier 44 Fahrzeuge im Einsatz. Kommen quasi aus dem ganzen Land Brandenburg, werden gestellt von den Berufskräften des Rettungsdienstes, Berufsfeuerwehr, aber auch ganz Großteil Freiwillige. Die Stadt rechnet damit, dass die beiden Weltkriegsbomben gegen 17 Uhr entschärft sind. Die amerikanischen 250 Kilo Blindgänger mit chemischen Langzeitzündern wurden vor 2 Jahren bei einer systematischen Kampfmittelsuche entdeckt.